Ja, sehr verehrte Damen und Herren, wir starten heute den zweiten Praxistag E-Education 2022 und freuen uns wieder auf ein sehr vielfältiges Programm. Es geht heute bis 16 Uhr mit Keynotes und Beiträgen, die sicher mindestens so spannend sind, wie das gestern der Fall war. Der Bogen ist breit gespannt von Communities, die DECOMP 4 im Volksschulbereich bis in die Sekundarstufe 2, haben natürlich auch Aspekte, die sehr stark das Lehren und das Lernen für beide Zielgruppen, Lehrerinnen und Schülerinnen, in den Vordergrund stellen. Das bedeutet konkret bei den Praxistagen neben dem theoretischen Gerüst durchaus auch sehr praktische Übungen. Wir haben das gestern gesehen, zum Beispiel, wie man auch mit Programmiertechniken mit Schülerinnen gut arbeiten kann. Und so gestaltet sich das Programm sehr vielfältig. Im Chat sollte der Link zum Tagungsprogramm sein, um sich nochmal orientieren zu können. Und es freut mich ganz besonders, Herrn Dr. Thilo Krenz heute begrüßen zu dürfen von der Bertha von Suttner Privatuniversität. Er forscht in dem Bereich, wo wir eigentlich alle Teil davon sind, in dieser Medialisierung der Gesellschaft, Mediatisierung, bis hin zu dem Aspekt, wo wir in unserem jeweiligen Umfeld, und das betrifft natürlich bei uns in der Arbeit auch direkt Schülerinnen und Schüler, mit diesen neuen Technologien umgehen lernen müssen, das Regelwerk dafür definieren und letztendlich auch in diesen, ich sage mal, quasi Zwängen, die sich besonders auch im Erwachsenwerden stellen, mit diesen umgehen müssen und hier mehr oder weniger in dieser medialen Gesellschaft sich zurechtfinden sollten. Das ist ein ganz interessantes Thema und denke besonders bei uns, wo wir ja täglich auch in dieser Zielgruppe arbeiten, etwas, wo wir alle von diesem Wissen von Herrn Thilo Krenz profitieren können. Ich bitte um Ihren Vortrag. Herzlichen Dank, Herr Riepel. Herzlichen Dank an alle anderen für die ja, herzlichen Worte, für die nette Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sozusagen mit meiner Forschung zu der wirklich faszinierenden Tagung beitragen kann und bin ganz fasziniert, ob der geballten, ja, tatsächlich auch Praxis, nicht nur Praxis, sondern auch Theoriekompetenz, die Sie hier versammeln. Also, ich bin im Grunde schon jetzt erschlagen und wie gesagt, bin deswegen ganz besonders froh, dass ich beitragen darf. Vielleicht ganz kurz am Anfang. Sie müssten zunächst mal natürlich hoffentlich alle die Folien sehen. Sie wissen, das gehört mittlerweile zur Kultur der digitalen Gesellschaft dazu, diese Frage zu Beginn zu stellen. Sehen Sie alle meine Folien? Perfekt. Zum anderen, ich wurde darum gebeten, einen, ich zitiere, gegenwartsdiagnostischen Vortrag zu halten, was ich sehr, sehr gerne tue. Das heißt naturgemäß, mit einem etwas größeren Pinselstrich sozusagen zu arbeiten, also tatsächlich nach dem Status quo der Gesellschaft, in der wir eigentlich leben, zu fragen. Das werde ich auch tun. Ich werde auch gleich Ihnen sozusagen präsentieren, wie ich dabei vorgehen werde und werde dann ein paar vereinzelte Tiefenbohrungen vornehmen, die unter anderem, nicht nur, aber unter anderem auf der Grundlage meiner eigenen Forschung, ja, Forschungsstudien der letzten Jahre eigentlich aufruht. Mediatisierung ist letzten Endes etwas, was mich so etwa seit 2009, 2010 begleitet. Ja, Herr Riepel, Sie haben es gerade zu Beginn schon gesagt, Medialisierung und Mediatisierung, das ist tatsächlich, sorgt immer mal wieder für Irritation und tatsächlich, das muss die Zunft ganz selbstkritisch auch wahrnehmen, so richtig gut sozusagen abgrenzungsstark definiert, was ist denn das eigentlich, wenn wir Medialisierung sagen und was ist denn das eigentlich, wenn wir Mediatisierung sagen, ist es nicht. Aber deswegen starte ich quasi mit einem Definitionsangebot und Vorschlag, um ein bisschen Aufräumarbeit zu leisten. Mediengesellschaften, das ist im Grunde das, ich werde jetzt nicht alles vorlesen, was Sie hier sehen, aber das ist im Grunde alles das, was man mit spätestens mit Aufziehen der sogenannten Massenmedien, Fernsehen, TV, Radio und so weiter, was die gesamten, also im Grunde mit Privatisierung des Programms und damit mit dem Moment, wo alle Bürgerinnen und Bürger auch die Technik mindestens eines Radios und eines Fernsehens bei sich in der Wohnung hatten. Alle muss man natürlich immer in Anführungszeichen setzen. Also was damit einherging. Und dann hat man festgestellt, insbesondere die sogenannten Medienlogik-Forscherinnen und Forscher, zunächst mal vor allem im Gebiet der Politik, da sehen Sie so ein paar Bücher auf der rechten Seite.
wie sich bestimmte gesellschaftliche Bereiche an die Darstellungslogiken der Massenmedien anpassen. Dann sprach man eben von der Medienlogik, oder sie können sich quasi auch diese Telegenisierungseffekte vor Augen führen. Also beispielsweise, dass auf bestimmte konkrete Zentralpolitikerinnen und Politiker und wie sie auftreten, scharf gezoomt wurde. Das ist diese Telegenisierungseffekte und die prägenden Effekte der Massenmedien, das ist das, was man so unter Medialisierung verhandelt hat und eigentlich immer noch verhandelt, auch vor allem in den Kommunikationswissenschaften. Und dann stellte man irgendwann fest, so zu Beginn der 2000er, da haben wir es ja primär vor allem mit Bedeutungen zu tun, also sozusagen die Aufwertung und Bedeutungszuschreibung zu Zentralfiguren beispielsweise in der Politik. Ist es das eigentlich, was Mediatisierung, da kam dann der Begriff Mediatisierung auf, ist es das, was Mediatisierung ausmacht? Sind wir eigentlich an einem Ende der Mediatisierung schon angelangt? Und natürlich nicht, weil man mit Blick auf Digitalisierung, digitale Infrastrukturen eigentlich feststellen konnte und muss, dass wir es eigentlich in einem ganz besonderen Maße mit einer Durchdringung der Gesellschaft durch insbesondere technische Medien zu tun hat. Ich komme da gleich noch drauf zu sprechen. Das mal ganz kurz zur Einleitung, und deswegen möchte ich folgendermaßen vorgehen. Ich möchte zunächst ganz kurz, ich habe es mal so ein bisschen pointiert, den Kassensturz genannt. Was heißt das eigentlich, wenn wir sagen, wir leben in mediatisierten Gesellschaften? Darüber will ich zu Beginn sprechen. Dann zweitens, ich möchte zeigen, dass Mediatisierung eine massive, ambivalente Entwicklung ist, also dass es sozusagen nicht geradlinig durchrennt durch alle Bereiche der Gesellschaft. Dann will ich eben auswahlhaft über das Gefüge digitaler Leben sprechen und ausgewählte soziale Entwicklungen mit Blick auf mediatisiertes Alltagshandeln, vor allem den Versuch junger Menschen oftmals sichtbar oder auch gezielt unsichtbar zu bleiben. Und dann komme ich später sozusagen auf ein kurzes Fazit zu sprechen und hoffe, dass ich dann es geschafft habe, nicht 4 Stunden zu sprechen, sondern die mir aufgetragenen eine Stunde. Ich will hier nur darauf hinweisen, weil wir ja hier, wenn ich das richtig sehe und richtig weiß, Sie ja alle Kompetenzen aus verschiedenen Schulformen verbinden mit Blick auf Digitalisierung, finde ich immer wieder sehr treffend, und dass diese Ansicht teile ich auch, heranwachsen im weitesten Sinne, ob man den Begriff nun gut findet oder nicht, als Seismographen gesellschaftlicher Entwicklung zu begreifen. Also was junge Menschen, junge Erwachsene und manchmal sagt man auch juvenil orientierte Personen in unseren Gesellschaften, vor allem westlichen Gesellschaften, mit und durch Medien tun, das müssen wir quasi einigermaßen sensibel als durchaus Seismographen der gesellschaftlichen Entwicklung oder auch des Status der Gesellschaft von morgen begreifen. Deswegen, ich habe vorhin ein wenig über Medialisierung gesprochen und möchte jetzt darauf zu sprechen kommen. Was heißt es eigentlich, wenn wir von mediatisierten Gesellschaften sprechen? Und da finden Sie in den großen Büchern, wie zum Beispiel von Friedrich Krotz, der ist da sozusagen die Zentralfigur, zumindest im deutschsprachigen Raum, hier, ich glaube 2007 erschien der Band, da finden Sie diese sehr griffige, aber auch, wenn man so will, einfache Definition. Im Grunde fragt Mediatisierung danach, wie sich Gesellschaft, Soziales und Kultur wandelt, und zwar im Kontext des Wandels der Medien. Also soziokultureller Wandel im Kontext des Wandels der Medien, ohne zu sagen, dass der Medienwandel unbedingt prägend konkrete Veränderungseffekte vorantreibt, sondern zu sagen, wir sind neugierig und interessieren uns Medienwandel, Gesellschafts-, Kultur- und Sozialwandel, wie hängt das eigentlich zusammen? Und da haben Sie insbesondere in den Zentralarbeiten die Feststellung, nicht nur in der Mediatisierungsforschung, dass wir es irgendwie mit dem immer mehr zu tun haben. Also immer mehr an Formen, Handlungen, sozusagen kulturellen Praktiken in direkte sozusagen Abhängigkeit von den Darstellungs- und Funktionsweisen der Medien. Das ist erstmal recht vergleichbar noch mit der Medialisierung. Und dann stellen wir aber tatsächlich fest, dass insbesondere mit Blick auf das Aufziehen der sogenannten Massendigitalisierung, Sie sehen eine Anlehnung an die Massenmedien, an die Massendigitalisierung und mit Blick auf die ganz tief verankerten auch Softwarestrukturen mittlerweile von einer tiefgreifenden Mediatisierung die Rede ist, etwa bei Andreas Hepp von einer Deep Mediatization. Da kann man auch ernsthaft und kontrovers über diskutieren, ob uns dieser Begriff des Deeps nun so viel weiterbringt. Worum es mir an der Stelle hier vor allem geht, ist Ihnen zu zeigen, was diese Mediatisierungsforschung und auch der Begriff eigentlich für eine unglaubliche Konjunktur hingelegt hat. Es erschienen diverse Bände in den letzten Jahren. Sie sehen Mediatisierung als Metaprozess, komme ich noch darauf zu sprechen, Medialisierung und Mediatisierung, die Mediatisierung der Alltagswelt mit einem Blick auf ganz viele unterschiedliche gesellschaftliche Felder, Mediatisierung als Handlungsproblem, Klammer auf, ein bisschen Ego-Marketing, das ist eines meiner Bücher zum Thema.
Mediatization im englischsprachigen Raum, mediatisierte Gesellschaften, Deep Mediatization dann 2020 erschienen, die Mediatisierung der Klimapolitik zum Beispiel eine konkrete Frage mit einem konkreten Phänomen verbunden, nämlich mit Blick auf den Wandel der Klimapolitik beispielsweise und der Mediatisierungsdruck. Und das scheint mir wichtig zu sein, Mediatisierung und Mediensozialisation als ein recht junger Ansatz, der danach fragt, wie, in welchem Zusammenhang stehen eigentlich Sozialisation, also das sozusagen der, jetzt muss ich schauen, dass ich den richtigen Begriff wähle, also die sagen wir mal, frühkindlichen und auch sekundär sozusagen sozialisatorischen Effekte des Lebens junger Menschen mit Blick und im Kontext von Medien. Ne? Da ist eine relativ intensive Debatte in den letzten Jahren aufgekommen, wie Medien sozusagen und Sozialisation zusammenhängen. Und mittlerweile gibt es einige, wie zum Beispiel Dagmar Hoffmann, ganz bekannte Medienwissenschaftlerin, Medien- und Kommunikationswissenschaftlerin, die sagt, wir müssen eigentlich von einer ganz grundlegenden Mediensozialisation ausgehen. Naja, wenn man jetzt von Mediatisierung spricht, finde ich sehr hilfreich, und ich bin ja immer noch dabei, den Kassensturz zu betreiben und auch ein bisschen begriffliche Aufräumarbeit zu leisten, dann stellen wir fest, Mediatisierung kann man im Grunde auf der einen Seite in seiner quantitativen Dimension begreifen und auf der anderen Seite in seiner qualitativen Dimension. Quantitativ, das ist all das, was, ich komme auch gleich nochmal drauf zu sprechen, wenn wir über diverse technische Innovationen sprechen. Also nicht nur AI und alle möglichen Deep Learning Instrumentarien, sondern eben alle möglichen Tools, die ja auch hier auf dieser Tagung, die wir an verschiedensten Stellen diskutiert werden, auf ihre Funktion und vielleicht auch ihre Probleme hin, bis hin sozusagen zu Visualisierungseinrichtungen, die mit Zoom, Jitsi, Blick, Blue Button und so weiter und so fort einhergehen. Also das auf der einen Seite technisch und ökonomisch getrieben und auf der anderen Seite also die Frage, das heißt das Qualitative, wie sich dadurch möglicherweise Kultur, also Bedeutung, Erwartungen, Interaktionen und Routinen in der Gesellschaft verändern. Und wenn wir jetzt über die medientechnischen Effekte sprechen, dann stellen Sie fest in der Debatte, finden wir verschiedene Begriffe wieder. Zum Beispiel, dass sich unser Leben durch die Mediatisierung in diesem technischen Sinne zunächst mal beschleunigen würde, dass wir es mit einer Hyper-Connectivity zu tun haben, immer mehr vernetzen sich mit immer mehr, insbesondere auch sozusagen Personen über die typischen Nahfelder und sozialen Gruppen klassischerweise hinaus. Wir haben es mit einer Delokalisierung von ursprünglich lokal verankerten Praktiken zu tun. Spricht man manchmal zum Beispiel vom distribuierten Lernen. Das kennen Sie wahrscheinlich alle viel besser als ich noch. Könnten Sie das reflektieren und tun das wahrscheinlich nicht auf dieser Tagung. Wir sprechen immer wieder auch im englischsprachigen Bereich von einer Vertatung der Gesellschaft, von einer Vertatung des alltäglichen Handelns und eben unter anderem auch von einer Entkopplung beispielsweise der Arbeitskraft. Nehmen wir mal dieses Beispiel, Entkopplung der Arbeitskraft von konkreten Arbeitsorten. Auch darauf komme ich noch kurz zu sprechen. Diese Liste dieser mit großen Pinselstrich gezogenen sozusagen Tendenzen der medientechnischen getriebenen Veränderung, könnte man unendlich fortführen. Wichtig ist mir nur natürlich als Soziologe nochmal dazu zu sagen, all diese Tendenzen, Beschleunigung, Vernetzung und so weiter, passieren im Grunde im Kontext viel größerer, man könnte sagen tektonischer Veränderungen, also quasi die ja schon seit Jahrzehnten und man muss eigentlich sagen, teilweise seit mindestens einem guten Jahrhundert als unter dem Schlagwort anderer sogenannter Metaprozesse verhandelt werden. Globalisierung zum Beispiel, oder Ökonomisierung der Gesellschaft und Ökonomisierung aller gesellschaftlicher Teilbereiche. Sie wissen, man spricht ja mittlerweile von der Ökonomisierung sozusagen der Politik, einer Ökonomisierung der Kultur, gleichzeitig von einer Kulturalisierung der Ökonomie. Da gibt es unzählige Studien und Arbeiten und Mediatisierung rückt nun in den Rang eines solchen global riesigen sozusagen Metaprozesses auf, also den man quasi neben Ökonomisierung, Individualisierung und so weiter stellt. Und diese großen tektonischen Verschiebungen, die verbinden sich also jetzt sozusagen mit diesen Effekten oder anders gesagt, diese Effekte, die Sie auf der linken Seite sehen, sind natürlich ohne diese großen tektonischen Verschiebungen gar nicht denkbar. Ja, und dann finden Sie, wenn wir über diese quantitative Dimension sprechen, in allen möglichen oder in vielen großen Überblickswerken immer mal wieder auch die Formulierung, wir haben es mit Schüben oder Wellen der Mediatisierung zu tun, jedenfalls mit Blick auf diese technische Veränderung. Und dann finden Sie diverse Anschaulichungen, wie zum Beispiel diese hier, die Ihnen wahrscheinlich auch alle irgendwie geläufig in der einen oder anderen Form ist, wo Sie dann beispielsweise sehen, dass mit Beginn des 19. Jahrhunderts, also ja, so quasi die große Innovation der Schreibmaschine, Typewriter, aufkam und dann exponentiell
quasi der Innovationsgrad stieg. Gibt es ja auch verschiedene Theorien sozusagen über dieses exponentielle technische Wachstum. Und da ist natürlich ein erheblicher Sprung in den 1950er Jahren passiert mit der Entwicklung sozusagen des Mikro der, oder mit den Entwicklungen auf dem Bereich der Mikrochip-Halbleiter Technik, beziehungsweise letztlich der in einfachen Worten formuliert der Erfindung des Computers. In der Soziologie und nicht nur in der Soziologie ist dann manchmal von der Computerisierung der Gesellschaft die Rede. Sie sehen diverse andere sozusagen Entwicklungen, die dann also wie gesagt exponentiell nach oben schießen und als so eine Art quantitative Basis der Entwicklung auf möglicher qualitativer Ebene fungieren, die wir dann unter Mediatisierung betrachten. Dass hier diese Abbildung stammt, das sage ich mal dazu, aus einem ganz zentralen Buch der letzten Jahre, das sich mit Mediatisierung in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen beschäftigt hat, nämlich von Nick Hoadry und Andreas Hepp, The Mediated Construction of Reality. Ja, Mediatisierung, wenn wir das mal jetzt also mitnehmen, wie in so einem Rucksack, was ich da bis dato recht abstrakt Ihnen berichtet habe, als Veränderung der Gesellschaft, Kultur und Sozialem, sozusagen im Kontext des Wandels der Medien, insbesondere im Kontext des Wandels der technischen Medien, ist als Begriff, Sie sehen das hier weiter unten bei Krotz 2001, 2007 begrifflich erst aufgekommen, aber die Frage, wie Medien eigentlich Gesellschaft prägt, die ist relativ recht lang zurück und wahrscheinlich wie alles in die Artikel, aber wir setzen mal hier an bei der ganz bekannten, Sie kennen das, Medientheorie bei Marshall McLuhan, der, von dem ja dieser bekannte Ausspruch stammt, irgendwie the medium is the message. Worum es mir aber in dieser Aneinanderreihung an Namen und Konzepten, kritischerweise könnte man fast sagen, gibt dieser Name und Concept Drops, worum es mir eigentlich geht, ist Ihnen zu zeigen, dass wir es bei der Reflexion mit der Deutungsstärke und Prägekraft der Medien im wissenschaftlichen Bereich und auch im populärwissenschaftlichen Bereich eigentlich schon immer schon eine ambivalente Einschätzung haben, ob es gut oder schlecht ist, was da eigentlich passiert. Angefangen von den in den 60er Jahren konstatierten Global Village, also durch neue Medien, so McLuhan, wird unsere Welt eigentlich sozusagen ein globales Dorf mit positiven Effekten gewisserweise, weil jeder jeden erreichen kann, aber auch mit negativen Effekten, weil Klatsch, Tratsch und eben auch Missinformationen, wie wir ja heute wissen, oder wie man das mithin nennt, intendiert, lancierte Fake News natürlich massiv konfrontiert ist. Und jetzt gehen wir mal einige Jahrzehnte weiter und sehen dann beispielsweise, das ist hier diese mittlere grüne Bubble, dass wir es mit der Durchsetzung technischer, sozusagen insbesondere computerbasierter Medien auch mit einer verstärkten sozialen Ungleichheit zu tun haben, beziehungsweise korrekterweise muss man sagen, mit der Durchsetzung dieser Technologien haben sich bereits bestehende Ungleichheitsgefälle arm, reich, sozioökonomisch höher gestellte oder besser gestellte, sozioökonomisch schlechter gestellten, haben wir es sozusagen mit einer Steigerung dieses Effekts zu tun. Da gibt es diese ganze breite Diskussion zu Digital Social Inequality, angefangen mit dieser, mit der um 2000 herum der Debatte um die Frage, also gut, wenn wir es jetzt also mit einer Netzgesellschaft zu tun haben, was machen wir denn mit all denjenigen, die also quasi gar keinen Zugang zu dem Netz haben? Sie erinnern sich an die Werbung der 90er Jahre im deutschsprachigen Bereich, wie keine andere vermutlich assoziiert mit Boris Becker und der Frage, bin ich schon drin? Diese Euphorie teilen konnte man sozusagen natürlich nicht teilen, weil einfach viele Leute nicht schon drin waren und das komme ich später noch kurz drauf zu sprechen, auch immer noch nicht bereits einfach so schon drin sind. Also Sie sehen hier eine durchaus kritische, zurückhaltende Diskussion und Debatte, weil eben neue Ungleichheitseffekte entstehen und alte verstärkt werden. Gleichzeitig, Sie sehen das hier, ich habe das über Chris Anderson, Sie kennen das hier unter anderem über den über die Long-Tail-Theorie beispielsweise, aber wir haben ja so eine Art Solutionismus, also nicht eine Art, sondern manchmal ist die Rede von einem Solutionismus im Blick auf digitaltechnische Innovationen. Das ist dann immer dieses Mindset, was Sie mit dem Silicon Valley verbinden, wo es dann heißt, es gibt für jedes Problem eine technische Lösung, oder? Anders formuliert, Technik, insbesondere Digitaltechnik, kann jedes Problem lösen. Oder noch präziser formuliert, muss man sagen, Digitaltechnik wird geschaffen, um Probleme, die vielleicht vorher nicht da waren, noch effizienter lösen zu können. Das ist das, was in die letzten Jahre in die Debatte sozusagen als Solutionist oder solutionistisches Mindset einging.
und bis hin zu Debatten. Zum Beispiel hier 2018 habe ich mal hier den Cut gemacht, wenn beispielsweise Bridle von einem neuen Dark Age spricht, der New Dark Age, mit Blick auf die vielen sozusagen Problemeffekte, die eigentlich die Digitalisierung, insbesondere mit Blick auf Kulturwandel, neue Formen des Unwissens, Nichtwissens, der Exklusion, aber auch beispielsweise des Cyberkriegs mit sich bringt. Also Sie sehen, alles, was ich hier sagen wollte, die Debatte ist hochgradig ambivalent, schwankt zwischen positiv und negativ. Im Grunde könnte man sagen, zwischen Heilsversprechen sozusagen und extremer Unglücksvorhersage. Und natürlich ist wie immer der richtige Ansatz dazwischen. Komme ich gleich drauf zu sprechen. Ja, also Mediatisierung, so gesehen, ist also wenn wir über Mediatisierung sprechen, haben wir es mit diversen ambivalenten Entwicklungen zu tun. Einerseits, weil wenn man sich das anschaut, haben wir es mit diversen Widersprüchen zu tun, teilweise auch Konflikten. Da habe ich jetzt kein Bild eingefügt, will aber nur schlagwortartig darauf hinweisen, auf die spannenden Arbeiten, die beispielsweise von Dana Boyd stammen. Dana Boyd hat gerade mit Blick auf junge Menschen dieses Konzept des Context Collapse konstatiert, ja, in ihrem Buch It's Complicated, beschreibt sie insbesondere, wie junge Menschen beispielsweise auch im Sozialraum Schule im Grunde Medienkommunikation mit hineintragen, Kontakt zu den Eltern halten, zu Gleichaltrigen beispielsweise zur Peer Group, damit aber systematisch durchaus mit den Regeln und Regelerwartungen im Sozialraum Schule beispielsweise brechen. Also hier entstehen also durch Mediatisierung, werden Konflikte in sozusagen traditionelle Ordnungen und bestimmte Felder hineingebracht. Heutige Schulen, das wissen Sie ja alle viel, 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 viel besser als ich, sind natürlich bedeutend medienoffener und auch kulturoffener. Aber trotzdem, wir haben es damit zu tun, mit Regelräumen auf der einen Seite, die über Jahrhunderte gewachsen sind und sozusagen, man könnte fast sagen, so nussknackerartige Regel, sozusagen Konstruktionen, die mit neuen Medien quasi mitkommen. Und das kann teilweise wirklich zu massiven Konflikten führen, im Übrigen auch von Sonja Livingston, auch einer Mediatisierungsforscherin, die sich mit Schule, Jugend und Medien beschäftigt hat. Ich komme da später noch ein bisschen näher drauf zu sprechen. Ja, also das ist das eine. Mediatisierung bringt Ambivalenzen mit sich, Widersprüche, teilweise Konflikte. Auf der anderen Seite stellen wir fest, dass Mediatisierung spätestens, wenn Sie an diese Effekte der Verdatung, der Beschleunigung, der Entgrenzung, der Delokalisierung und so weiter, an all diese abstrakten Begriffshülsen denken, dass das durchaus ja auch praktische Konsequenzen für unseren Alltag hat. Wenn Sie mal an die permanente Erreichbarkeit, die Erwartung an die permanente Erreichbarkeit denken. Nicht nur das, sondern viele sozusagen der mehr oder weniger problematisierten Tendenzen der Mediatisierung führten dazu, das wissen wir natürlich auch, dass man im Alltag zunächst mal selbst für sich privat gewisserweise gewisse Taktiken und Strategien entwickelt. Manchmal kann man das. Manchmal kann man das nicht, weil man sich schlichtweg nicht entziehen kann, die wir mal vorgeschlagen hatten vor einiger Zeit beispielsweise als Demediatisierung zu bezeichnen. Also tatsächlich der reflektierte beispielsweise Umgang mit dem Einsatz von Medien, aber nicht nur der, sondern durchaus auch Demediatisierung oder auch die Entnetzung, die von Urs Steli ganz stark gemacht wurde oder auch Cindy Reutsch, die sich insbesondere mit jungen Menschen und auch Familienkontexten beschäftigt haben und wie dort kommunikativ Grenzen gezogen werden, beispielsweise zu anderen, zur permanenten Erreichbarkeit und so weiter. Also das ist im wissenschaftlichen Bereich passiert und Sie müssen, und das ist das Faszinierende, nicht nur an der Gegenwartsgesellschaft, sondern schon seit vielen Jahrzehnten, im Grunde auch Jahrhunderten, wenn Sie an Ökonomie und Ökonomisierung denken, auch die Demediatisierung wird gewisserweise ökonomisiert. Also wir haben eine Unzahl an Geschäftsmodellen, die sich genau auf diese problematisierte Mediatisierung sozusagen oder entfesselte Mediatisierung konzentrieren. Na, auf der linken Seite Digital Detox, Sie kennen das aus verschiedenen Kontexten, da kann man dann auf die Detox-Camps beispielsweise besuchen. Übrigens in einer Forschung, die wir betrieben haben, unter anderem sondern mit Blick auf der Grundlage von Interviews mit Leuten, die dieses Geschäftsmodell auch sozusagen entwickelt haben, konnten wir rekonstruieren, dass am Anfang sozusagen zu Beginn dieser Digital Detox-Geschäftsmodelle ganz oft tatsächlich die Idee stand, abschalten, weggehen, mal wieder zu sich finden, um mal diese sozusagen Etiketten zu verwenden. Und später im Laufe sozusagen der Entwicklung dieser Geschäftsmodelle kam dann unter anderem dieser Subslogan dazu, Disconnect
to reconnect, also im Grunde abschalten, um dann noch effizienter wieder weiterarbeiten, sich konzentrieren zu können. Es ist ein interessanter spiralförmiger Effekt, den wir hier im Werk dieser Geschäftsmodelle sehen. In der Mitte sehen Sie hier dieses Get Quality Time, eine ganz bekannte App, die wir uns auch unter anderem angeschaut haben, Off-Time, die Sie ja auf jedem Betriebssystem mittlerweile finden, in denen Sie einstellen können, tatsächlich Zeiten, in denen Sie abschalten möchten, wo Sie dann durchaus Punkte bekommen für die Zeiten, die Sie abgeschalten haben und diese Punkte dann gewisserweise wieder teilen können mit anderen. Also es ist spannend. Spannend, dass diese Geschäftsmodelle ursprünglich damit antraten, sozusagen abzuschalten und dann aber letztlich dann doch wieder Bildschirmbindung evozieren oder sozusagen vorantreiben mussten, weil natürlich, wenn ein solches Geschäftsmodell erfolgreich ist, würde es eigentlich bedeuten, dass man es selbst gar nicht mehr braucht. Also das Smartphone und damit auch die App, die man möglicherweise kostenpflichtig nutzt. Also das mal mit einem kurzer Hinweis auf die Ambivalenz dieser Entwicklungen, die nicht nur die Widersprüche, sondern auch die gezielten und lancierten Gegentendenzen und Aktivitäten. Naja, und wenn wir auf der einen Seite diejenigen haben, die in der sozusagen medienübersättigten Informations- um Overlord-Situationen der Gegenwartsgesellschaft agieren und da abschalten müssen. Auch sozusagen denken Sie an die psychischen Effekte, an die sozusagen permanente Auslastung, also die danach, die darauf aus sind, quasi abschalten zu können, haben wir auf der anderen Seite, wenn wir jetzt mal ein bisschen weiter rauszoomen, in globaler Hinsicht eben Effekte nach wie vor, dass Menschen entweder nicht connected sind oder auf der Grundlage enormer Kosten und auch enormer Infrastrukturungleichheiten einfach danach suchen, sich zu connecten. Also hier dieses Bild von John Steinmeier, der im Jahre 2013 oder auch 2013 muss es gewesen sein, der Sieger der WordPress Photo Awards war mit dem Foto Signal. Na, hier eben dieses Foto, was an der Küste von Djibouti in Afrika aufgenommen wurde, wo insbesondere junge Männer oder junge Menschen versuchen, durch das nach oben gestrecktes Handy Kontakt zu einem erschwinglicheren Mobilfunkanbieter in Somalia herstellen zu können. Also das ist einerseits, man will abschalten, weil es quasi eine permanente Situation der Erreichbarkeit gibt. Andere wollen sozusagen aufschalten, könnte man pointiert formulieren. Wieder andere, und jetzt kommen wir wieder mal auf die etwas Jüngeren zu sprechen, beispielsweise die jungen Erwachsenen beispielsweise, die kommen mitunter gar nicht sozusagen in den, ja, beispielsweise Arbeitsmarkt rein. Ich habe Ihnen mal hier ein Screenshot einer aktuellen Ausschreibung auf EU-Level, Horizon Europe, so mitgebracht. Da ist die Deadline am 20.04., wo es darum geht, darauf hinzuweisen, dass viele Menschen in diversen Ländern und auch Regionen und Orten der Europäischen Union beispielsweise gar nicht die Möglichkeit haben, beispielsweise Jobs zu finden, weil sie an die sozusagen beispielsweise digitalen Plattformen, an die Plattforminfrastrukturen, beispielsweise LinkedIn und Co., gar nicht systematisch angeschlossen sind oder mit ihnen gar nicht umzugehen wissen, weil schlichtweg die Kompetenzen fehlen. Ne? Und dafür, um diese sozusagen Matching-Probleme, Skill-Gaps, das nennt das die EU, anzugehen. Beispielsweise werden diverse Millionen Euro hier, ich glaube, sind es insgesamt 9 Millionen Euro, in die Hand genommen. Naja, und um schließlich zu zeigen, dass wir es nicht nur mit dem Abschalten wollen, mit dem eigentlich aufschalten wollen, auf der anderen Seite im Globalen zu tun haben oder mit dem gar nicht aufschalten können, weil man möglicherweise gar nicht angeschlossen ist, weil die Infrastruktur nicht vorliegt. Noch ein anderes Beispiel, wenn wir mal hier durch Wien spazieren, dann werden Sie feststellen, dass wir unglaublich viele Arbeiterinnen und Arbeiter in der sogenannten Gig Economy haben, die also darauf angewiesen sind, permanent erreichbar zu sein, um kleine Aufträge entgegenzunehmen und darüber sozusagen ihr Auskommen zu sichern, ihr Einkommen und Auskommen zu sichern. Und mit Blick darauf, dass wir seit, ich glaube, mittlerweile knapp 10 Jahren in einigen Ländern der EU tatsächlich ein Recht haben, nämlich ein Recht, nicht erreichbar zu sein, ein Right to Disconnect, sehen Sie, dass dieses Right to Disconnect, auch wenn es mittlerweile auf, sagen wir mal, gesellschaftlich, moralisch, ethischer Ebene und teilweise auch juristischer Ebene verankert ist, nicht jeder haben kann. Ne? Also weil man es sich leisten können muss, abschalten zu können. Ne? Nicht jeder kann es sich leisten, abzuschalten. Und das ist sozusagen, das finde ich, dieses Beispiel der Gig Economy Worker, die also tatsächlich darauf angewiesen sind, permanent sozusagen erreichbar zu sein, kommt das hier ganz besonders pointiert zum Ausdruck. Naja, jetzt haben wir mal diesen Kassensturz gemacht. Sie sehen übrigens oben links immer, in welchem Kapitel dieses kleinen, die Inputs wir uns befinden. Jetzt haben wir diesen Kassensturz gemacht, ein bisschen top-down mit großem Pinselstrich. Ich hatte das angekündigt. Wir müssen aber an der Stelle meines Erachtens mal innehalten, etwas abbremsen und im Grunde zwei zentrale Einsichten für uns notieren und festhalten.
Die eine ist, das ist vielleicht für einen Soziologen nicht so ungewöhnlich, zu sagen, naja, es ist halt komplex. Ja, wir leben in einer mediatisierten Gesellschaft, die ist eine komplexe Gesellschaft, nicht erst seitdem sie mediatisiert ist. Aber Komplexität heißt hier, wenn wir uns über Mediatisierung von gesellschaftlichen Bereichen austauschen, müssen wir hier ein umfangreiches Gefüge im Blick behalten, und wo teilweise sich widersprüchende, konfliktreiche Entwicklungen ineinandergreifen, sich teilweise auch regelrechte Reibungszonen auftun. Ich zeige Ihnen das gleich, was ich damit meine. Das ist das eine. Wir müssen uns ein komplexes Gefüge vor Augen führen, können Mediatisierung nicht nur aus einem Teilbereich heraus verstehen und nicht nur aus einer Logik, wie zum Beispiel Ökonomisierung oder Technisierung oder was weiß ich. Ja, das halten wir an der Stelle fest. Zweitens, und das ist auch eine Kerneinsicht, die wir nicht nur aus der Soziologie haben, Digitalisierung läuft nicht einfach durch. Digitalisierung ist nicht einfach etwas, was Peter L. Berger hat mal von der sogenannten Electric Toothbrush Theory gesprochen, also mit dem nicht ganz gegenwartsadäquaten Bild, dass irgendwo über dem Urwald sozusagen ein Stück Technik fallen gelassen wird und dann fällt dieses Stück Technik auf den Boden und sofort ändern sich da alle Menschen, die dort leben, passen sich dieser Technik an. So ist es nicht. So funktioniert Digitalisierung nicht, auch wenn sich beispielsweise die Digitalisierung der Arbeit beispielsweise neueste Ergebnisse anschauen, wenn Sie feststellen, die Disruption, die umfassende, durchgreifende Mega-Innovation ist ausgeblieben. Wir haben es vielmehr mit kleinen, sozusagen schrittweisen sozusagen Entwicklungen zu tun. Und das ist genau das, wofür letztlich Mediatisierung eintritt. Ja. Mediatisierung meint nämlich, dass wir uns konkrete soziale Welten anschauen müssen, in denen dann digitale Medien, insbesondere um die es uns ja hier geht, ungleichzeitig, aber hochgradig unterschiedlich angeeignet werden. Teilweise auch so, dass wir es von außen sozusagen gar nicht so zunächst mal richtig nachvollziehen können. Warum ist das so? Na, im privaten Zuhause, in der Schule, in der Arbeit und so weiter. Na, gucken Sie sich beispielsweise den High-Frequency-Finanzhandel an. Da gucken, jedenfalls ich gucke da drauf, wie jemand, der im Grunde überhaupt nicht also weiß, was da eigentlich passiert, aber es folgt inneren Logiken. Ja, und um die sozusagen soll es mir gehen an dieser Stelle, also Komplexität müssen wir im Blick behalten und dass Digitalisierung nicht einfach so linear durchläuft, sondern also nicht deterministisch, sagt man in der Soziologie, in den Sozialwissenschaften, sondern dass wir da sehr sensibel uns einfach kleine Aushandlungen, Aneignungsformen im Alltag anschauen sollten und müssen. Und damit verbindet sich diese Faszination, für die ich eigentlich hier auch eintrete. Und dann kommen wir jetzt auf dieses Gefüge in Kürze zu sprechen. Das haben vor einiger Zeit mal Michaela Pfadenhauer und ich sozusagen zusammengetragen. Was gehört denn eigentlich zu diesem Gefüge digitaler Leben? Also wenn wir heute über Mediatisierung sprechen und damit insbesondere über das Durchsetzen oder sagen wir mal zumindest die Verbreitung digitaler Technologien und damit bei Mediatisierung anlangen, dann sind das mindestens diese sechs sozusagen mittelgroßen Elemente eines solchen Gefüges. Das beginnt beim Alltagshandeln, also wie wir alle sozusagen mit und durch digitale Medien handeln, läuft über oben rechts die Ökonomie, die hinter diese sozusagen Medien oder mit diesen Medien mitläuft, die dann oftmals heutzutage die Logik der sogenannten Plattformökonomie annimmt. Dann können wir natürlich und dem unterliegen zum Teil die Plattformen, die sogenannten, aber auch wirklich nur zum Teil, haben wir es mit Regulierungs- und Steuerungsinstanzen zu tun, also mit Rechtsprechung, etwa dem Digital Freedom Right oder dem von mir schon erwähnten Right to Disconnect, was zumindest in Frankreich, wie gesagt, juristisch also wirklich rechtlich verankert ist. Aber wir haben mit Blick auf digitales Leben und damit eben auf die mediatisierte Gegenwartsgesellschaft es immer auch mit sozialstrukturellen Voraussetzungen zu tun. Nicht für jeden gilt selbstverständlich, dass er oder sie über ein Smartphone beispielsweise verfügt mit allen möglichen Applikationen darauf, sowohl in ökonomischer Hinsicht als auch mit Blick auf Sozialisationshintergründe, überhaupt mit dem Wissen dafür, was ist beispielsweise ein App Store, was heißt es, irgendwo einen Accept oder einen Decline anzuhaken. Also das sind alles sozusagen sozialstrukturelle auch Voraussetzungen. Und schließlich dieses, was ich hier als physische Faktoren bezeichnet habe, das klingt so ein bisschen outdated, aber es ist nach wie vor hochaktuell. Also das Mediatisierung und damit auch die Durchsetzung, sagen wir mal, die tiefe Durchsetzung der Gesellschaft durch und mit digitalen Medien, immer auch danach fragt, bestehen für den oder die Einzelnen oder für Gruppen überhaupt
die technischen Voraussetzungen. Ja, das hat mir beispielsweise und Ihnen wahrscheinlich auch in unzähligen Veranstaltungen, Lehrveranstaltungen der letzten 2 Jahre mehrfach uns vor Augen geführt. Beispielsweise, dass einfach nicht jeder Studierende, nicht jeder Schüler vermutlich die Kamera anschalten kann. Nicht nur, weil er oder sie es nicht möchte, sondern weil es möglicherweise die Bandbreite nicht hergibt. Oder weil man möglicherweise zu viert oder zu fünft zu Hause parallel Unterricht betreibt und dafür einfach keine sichere sozusagen Verbindung möglich ist. Also das sind mindestens diese Effekte oder sagen wir mal die Elemente eines solchen Gefüges digitaler Leben, die miteinander nicht synchron sind. Also es gibt keinen großen Masterplan, keinen großen Schöpfer gewisserweise, das sage ich jetzt nicht blasphemisch, mit Blick auf Gott, sondern das sage ich sozusagen jetzt soziologisch mit Blick auf die Gegenwartsgesellschaften, über die wir hier sprechen. Es gibt keinen großen Steuerer, der dafür sorgt, dass diese verschiedenen Elemente des Gefüges miteinander harmonisieren oder harmonieren. Es gibt immer wieder Versuche in der Politik, in der Rechtsprechung, sozusagen teilweise auch in konkreten sozusagen Rechtsfällen, die beispielsweise verhandelt werden. Aber in der Regel haben wir es eigentlich mit ganz vielen, teilweise auch wirklich massiv widersprüchlichen Prozessen zu tun. Und diese Widersprüche, die kommen ganz besonders im Kleinen zum Ausdruck. Und damit werde ich mich gleich noch ein bisschen genauer beschäftigen. Und ich möchte, weil hier die Zeit natürlich wie immer voranschreitet, mich auf 2 Elemente dieses Gefüges konzentrieren, nämlich einerseits auf das Alltagshandeln und dabei ganz besonders auf das Alltagshandeln mit Blick auf Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit, also sich selbst sichtbar machen, sich selbst und seine Gruppe beispielsweise, seine Peergroup teilweise auch gezielt unsichtbar halten. Und auf der anderen Seite, oder besser gesagt verwoben damit, die Ökonomie, die diesem Alltagshandeln mit Blick auf Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit zugrunde liegt. Ja, also viertens, ausgewählte Entwicklung. Wir sind beim Alltagshandeln mit und durch digitale Medien. Und man kann, Sie sehen, ich habe hier ein bisschen, das ist nicht ganz up-to-date, könnte man sagen, 2004. Was kann uns Winfried Schulz schon, ich hatte ihn vorhin schon kurz erwähnt, darüber sagen, wie sich das alltägliche Handeln durch Medien möglicherweise verändert. Ich finde das aber nach wie vor hochaktuell und vielleicht auch, Sie kennen vielleicht den Kommunikationswissenschaftler Winfried Schulz auch aus dem einen oder anderen Text. Ich kann Ihnen das nur ans Herz legen, weil Schulz hier eigentlich eine Unterscheidung vornimmt mit Blick darauf, was passiert eigentlich, wenn wir jetzt uns eine Situation vor Augen führen, beispielsweise Partnerschaftskommunikation oder Peergroup-Interaktion oder irgend sowas. Und jetzt kommt da möglicherweise ein Medium, eine App, ein Handy oder fangen wir basaler an, ein Smartphone oder was auch immer dazu. Dann kann man irgendwie zumindest 4 unterschiedliche, ja, nennen wir es mal Effekte differenzieren. Und er spricht da nämlich von Extension, Substitution, Amalgamation und Akkommodation. Und ich will die jetzt gar nicht alle im Einzelnen durchgehen und vor Augen führen. Ich will vielleicht nur sagen, schlagwortartig, was beispielsweise mit Extension gemeint ist. Also nehmen wir uns das Beispiel der Partnerschaftskommunikation, die man typischerweise face-to-face irgendwo an irgendeinem Ort typischerweise irgendwie am Frühstückstisch beispielsweise tauscht man sich mit seiner Partnerin oder mit seinem Partner über das aus, was einen im Alltag oder am Tag erwartet. Und nun kommen möglicherweise über die Durchsetzung von Smartphone- und Messenger-Kommunikation eben diese Medien, diese komplexen Medien sozusagen Ensembles dazu. Und das heißt oder hieße nun, dass die Situation beispielsweise erweitert wird, weil sie nicht mehr darauf angewiesen ist, dass die Partner sozusagen am selben Tisch, am selben Raum sich aufhalten, sondern diese Frühstückskommunikation durchaus jedenfalls räumlich entgrenzt und teilweise auch zeitlich entgrenzt vonstatten gehen kann, nämlich weil man beispielsweise an unterschiedlichen Orten in der Wohnung ist oder schon unterwegs und der eine zur Arbeit und trotzdem kann diese Institution der Frühstückskommunikation stattfinden. Ja. Und so gibt es eben, wie gesagt, ich will das gar nicht einzeln durchdeklinieren, ich kann Ihnen das nur ans Herz legen, weil es zwar eine etwas ältere, aber wie ich finde, nach wie vor griffige Differenzierung dessen ist, was eben durch das Eindringen, wenn man es so hart formulieren möchte, der Medien in den Alltag und alltägliches kommunikatives Handeln passieren kann. Ich hatte schon gespoilert, dass ich mich hier ganz besonders mit Alltagshandeln mit Blick auf Unsichtbarkeit und Sichtbarkeit auseinandersetzen möchte, weil wenn Sie mal so die letzten Jahre zurückblicken, ich habe hier mal nur so ein paar, könnte man sagen, Snippets zusammengetragen, wie Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit durch und mit Medien in den letzten Jahren verhandelt wurde. Da gibt es beispielsweise aus den Sozialwissenschaften den Hinweis, dass wir etwa in einem elektronischen Panoptikum leben, wo unser Handeln von, wo nicht nur unser Handeln von vielen Seiten beobachtet werden kann, sondern
wo jeder das Handeln jedes anderen permanent beobachten kann. Das ist auch vermessen beispielsweise. Das ist dieses, was unter diesem elektronischen Panoptikum sozusagen schlagwortartig in die Debatte hineinkam. An anderer Stelle wird immer mal wieder, das finden Sie vor allem in den populärwissenschaftlichen Arbeiten oftmals, das sage ich da jetzt gerade nicht abwertend populärwissenschaftlich, sondern das sage ich eher neutral oder vielleicht sogar auch aufwertend. Sie finden immer mal wieder Hinweise darauf, dass wir doch in einer Zeit leben, in der sozusagen der Hang zur Selbstdarstellung enorm nach vorne getrieben wurde. Jeder möchte sich irgendwie und irgendwo und selbst darstellen, weil die digitalen Medien sozusagen durch diese Kommunikation nicht mehr nur one-to-one, sondern durchaus one-to-few oder sogar one-to-many und auch many-to-many es möglich macht, dass man sich einfach darstellen kann, möglicherweise strategisch, aber möglicherweise auch einfach alltäglich. Ja, und dann haben wir schließlich Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit, insbesondere mit Blick auf junge Menschen, junge Erwachsene beispielsweise, seit bestimmt 2 Jahren die Diskussion, was wissen junge Menschen, junge Erwachsene, aber nicht nur junge Erwachsene, auch Erwachsene eigentlich darüber, wenn sie, was sie beispielsweise für Spuren hinterlassen, wenn sie das Internet nutzen, bestimmte Angebote. Was wissen sie, wenn sie irgendwo ein Häkchen setzen? Jawohl, ich bin damit einverstanden, dass meine Daten weiterverarbeitet werden. Na, das wird unter diesem teilweise schwierigen und hochproblematisierten Gegensatz zwischen Privatteil, das Wissen, was für mich privat ist, auf der einen Seite, und der Selbstoffenbarung, Self-Disclosure, im Internet sozusagen hochgradig diskutiert wird und wo immer mal wieder auch recht pauschalisiert, wie ich finde, zu pauschalisiert jungen Menschen sozusagen die Reflexionsfähigkeit abgesprochen wird, dass sie wissen, was sie eigentlich für Spuren hinterlassen und welchen Bedingungen sie eigentlich zustimmen. Das hier habe ich eigentlich nur deswegen mitgebracht, weil ich eigentlich zeigen möchte, dass das, was heute immer so als so eine Explosion der Herstellung von Sichtbarkeit, als Explosion dieser Sichtbarkeitsordnung, wenn man so will, diskutiert wird. Also jeder zeigt sich überall permanent bei WhatsApp beispielsweise. Es können mittlerweile auch so große Gruppen wie möglich erstellt werden. Man nutzt Twitter beispielsweise, um sich selbst als, könnte man sagen, Selbstunternehmer in Szene zu setzen. Man nutzt sozusagen alle möglichen Tools, wie zum Beispiel Instagram und Co. Überall geht es darum, wenn man sich die Debatte in den Sozialwissenschaften und darüber hinaus anschaut, man könnte sagen, um die Feststellung der Explosion der Herstellung von Sichtbarkeit. Aber dass das Vorläufer hat, also dass diese Explosion nicht von irgendwo aus dem Himmel fällt und irgendwie nur von Technik kommt, sondern dass sie beispielsweise, wenn Sie jetzt mal so ein paar Jahre zurückgehen, etwa in den 90er Jahre feststellen, dass es eigentlich eine Antwort darauf ist, dass wir in immer mehr Kontexten gewisserweise einfach nicht mehr anwesend sind oder anwesend sein können. Oder anders formuliert, dass wir einfach immer öfter und immer mehr Medien nutzen, schon vor einigen Jahrzehnten, um Dinge, die vorher präsent und vis-à-vis stattgefunden haben, nicht mehr präsent und vis-à-vis auszuverhandeln. Und dann finden Sie beispielsweise aber eben vor allem so teilweise auch Euphemismen in den 90er Jahren, beispielsweise bei Howard Rheingold, ein ganz bekanntes Buch, The Virtual Community, wo gezeigt wird, Gemeinschaft ohne diese ganzen Ballast von sozialstrukturellen Unterschieden, sondern mit einem Demokratiepotenzial und damit jeder kann sein, wer er eigentlich sein möchte. All das machen die Medien auf einmal möglich, aber in einer Situation der Absent Presence beispielsweise, also der nicht anwesenden sozusagen Anwesenheit. Man ist nicht anwesend körperlich, aber ist trotzdem präsent. Das wurde intensiv diskutiert und ursprünglich geht es eigentlich aus, wenn Sie sich das mal so anschauen, auch die frühen und in allen möglichen früheren Romanen, Abhandlungen, geht es eigentlich immer darum, man ist anwesend und damit auch ausdrucksstark im Hier und Jetzt, weil man leibkörperlich irgendwo tatsächlich sich befindet. Darum drehen sich die gesamten Interaktionsarbeiten, wenn man so will, auch bei ganz bekannten Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftlern, die sich eigentlich über Jahrzehnte hinweg, spätestens seit der Mitte des 19. Jahrhunderts, könnte man sagen, wo es ja die Sozialwissenschaften eigentlich noch gar nicht gab im engeren Sinne, damit auseinandersetzen, was passiert, wenn 2 Leute aufeinander treffen. Also was passiert in Situationen der Interaktion? Sie sind füreinander wirkstark. Und das ist quasi die Ahnenreihe, die Sie sich so vor Augen führen können, wenn Sie das möchten, von der ausdrucksstarken Anwesenheit über die Wiederherstellung der Anwesenheit durch sozusagen Medien, die Abwesenheit ermöglichen, bis hin zu dieser Explosion der interaktiven Sichtbarkeit. Also das alles da unten müssen Sie gar nicht lesen, sondern mir geht es eigentlich nur um zu zeigen, diesen Hang zur Sichtbarkeitsdarstellung durch Medien, der fällt einfach nicht vom Himmel. Und jetzt habe ich eigentlich vor allem 3 kleine Snippet-Studien mitgebracht,
um ihnen zu zeigen, also was heißt es eigentlich, dass bestimmte, dass Medien, könnte man sagen, immer kontextsensitiv angeeignet werden, dass es also nicht einfach durchläuft, sondern dass wir uns anschauen müssen, wie nicht nur junge Menschen digitale Medien nutzen und ihre Möglichkeiten. Dafür habe ich, wie gesagt, drei Studien mitgebracht, die ich in Kürze vorstellen möchte. Ja, ich habe ja, glaube ich, noch 20 Minuten habe ich dafür, glaube ich, noch. Das ist einerseits eine Arbeit, die ich sehr gut finde, aus dem Jahre 2012 von Taina Bucher, bekannte Wissenschaftlerin, die sich insbesondere mit neuesten Social Media auseinandergesetzt hat. Neueste muss ich hier mit Blick auf diese Studie natürlich in Klammern setzen, da geht es um Facebook. Facebook ist ja mittlerweile für die jungen Menschen ein alter Hut. Ich bin ja selbst Vater von drei Töchtern. Eine davon ist 12 und ich glaube, wenn man ihr den Begriff Facebook sagen würde, wüsste sie nicht mal, was sie damit anfangen sollte. Snapchat und Co. Sind da schon ganz andere Hausnummern. Aber jedenfalls, diese Studie basiert noch auf Facebook und die Taina Bucher hat sich tatsächlich damit auseinandergesetzt in einer ganz faszinierenden Interviewstudie, wie Menschen eigentlich den News-Algorithmus bei Facebook für sich deuten und festgestellt, dass Menschen diesen News-Algorithmus, Sie kennen das vielleicht, man postet was bei Facebook und das wird in einer Timeline angeordnet und rutscht gewisserweise nach unten, wenn wieder andere Leute Dinge posten, kann aber wieder zurückkehren, wenn beispielsweise bestimmte Likes vorgenommen werden. Und so gibt es gewisserweise eine Aufmerksamkeitsökonomie in Facebook, in dieser Timeline, die sich im Übrigen auch unglaublich oft verändert hat in den letzten Jahren. Aber jedenfalls, Taina Bucher konnte da die, wie sie nennt, verschiedene Ordinary Effects der Deutung dieses Algorithmuses feststellen. Und auch hier kann ich leider Gottes nicht jeden einzelnen Punkt von A bis F durchgehen. Aber ich will vielleicht mal zwei herausgreifen. Beispielsweise A hat sie festgestellt, dass natürlich viele Menschen beim Nutzen Facebooks und dieser Timeline genau wissen, oder zumindest erwarten, dass mit jedem Eintrag, den Sie dort vornehmen, man gewisserweise Facebook und damit auch die Datenanalyse-Einrichtungen, die dranhängen und die Verdatungsinfrastrukturen, Identität profilen. Also dass sozusagen diese Vermessung des eigenen Verhaltens in Facebook und über Facebook hinaus durchaus passiert. Und deswegen rechnet man beispielsweise, so auch die sozusagen Interview-Studienteilnehmer bei Taina Bucher, man rechnet damit, dass es gewisserweise Facebook ein lernendes System ist und dass deswegen einen auch mit bestimmten Werbeanzeigen, die irgendwie sozusagen mit einem selbst und mit dem Surfverhalten und Interaktionsverhalten zu tun haben, offeriert. Das führt dann bei einigen dazu, das nennt sie den War-Moment, dass man regelrecht positiv überrascht ist, dass wie faszinierend die Werbekundgaben sind, die einen da bei Facebook beispielsweise irgendwie eingeblendet werden. Also obwohl man vermeintlich nur im Traum daran gedacht hat, dass man sich möglicherweise eine neue Matratze kaufen muss, auf einmal erscheint die Offerte bei Facebook, wollen Sie hier und dort, kann man irgendwie ganz günstig neue Matratzen kaufen. Das ist jetzt von mir ein bisschen pointiert überzeichnet, aber das ist einfach mit dem War-Moment gemeint. Aber gleichermaßen eben viele Menschen auch, das nennt sie Faulty Prediction, feststellen und auch hochgradig kritisch feststellen, dass eben diese Prediction auf der Grundlage der Profilierung des eigenen Verhaltens durchaus auch einfach ins Leere laufen oder völlige Fehlannahmen sind. Sie kennen das Beispiel vermutlich auch alle, dass irgendwie, ich glaube, bei Amazon einer jungen Frau ich weiß gar nicht genau, wie das war, ich glaube, auf der Grundlage etwaigen Surfverhaltens Baby-Artikel anempfohlen wurden, obwohl sie weder schwanger sozusagen noch Mutter war. Ja, also das sind sofort die Predictions, die sogar so weit gehen, dass teilweise, das ist hier eh ein weiterer Effekt, Cruel Connections nennt das die Taina Bucher, dass teilweise durch Vernetzungsinstrumentarien bei Facebook und anderen Social Media teilweise Verbindungen wiederhergestellt werden, die man typischerweise im Alltag gar nicht wiederherstellen würde. Zum Beispiel die Verbindung mit bereits Verstorbenen. Ein hochgradig soziomoralisch, hochgradig problematisches Thema, was im Zusammenhang mit Facebook immer wieder diskutiert wird. Was aber hier wichtig ist, dass Bucher zu Recht festhält, Algorithmen tun natürlich etwas offensichtlich mit den Menschen, zumindest wenn sie zu diesen Effekten führen, die ich hier auf der linken Seite in aller Kürze Revue passieren lassen habe. Aber durch unser Handeln, durch unsere Deutung
der Algorithmen und wie ein Algorithmus funktioniert beispielsweise. Und das passiert ja alles durch die Effekte auf der linken Seite. Also durch unsere Deutung handeln wir in einer bestimmten Art und Weise. Zurückhaltender, aktiver, wir posten zu bestimmten Augenblicken. Und das wiederum füttert in Anführungszeichen den Algorithmus, der auf der Grundlage sich verändert. Ja, das ist das, was diese Logik eigentlich stark machen möchte. Es ist nicht nur eine einseitige Prägekraft, sondern es ist gewisserweise eine mindestens zweiseitige Prägekraft, die die Struktur der Medien und damit vielleicht auch die sozusagen Mediatisierungseffekte prägen. Ein anderes Beispiel, was ich mitgebracht habe, läuft mal hier und habe ich mal genannt, App-basiertes Selbst- und Zugehörigkeitsmanagement. Also wie bei Apps Selbstmanagement und Zugehörigkeitsmanagement eigentlich hergestellt werden. Und da habe ich mal eine Studie mitgebracht, die schon einige Jahre alt ist, wo wir uns auf der Grundlage eines Ausfluges junger Menschen, ich glaube nach Spanien, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, eigentlich eine ganz typische Situation auseinandergenommen haben. Es ist ein Straßenzug in Barcelona, der von diesen jungen Leuten, von dem jungen Paar, glaube ich, was dort vor Ort unterwegs war, für so faszinierend erachtet wurde, dieses Setting mit dieser kleinen Laterne an dieser Häuserwand und die ganze Farbstärke und dergleichen, dass sie auf der Grundlage von Filtern, von Elf sozusagen, also auf der Grundlage von Fotofiltern, die auf dem in dem Fall Smartphone, extra hinzuinstalliert wurden, einen Ausschnitt gewählt hat, hier Fotofilm-Filter-Simulations-App, mit der dann also ein bestimmter Ausschnitt dieses Bildes gewählt wurde, nachbearbeitet wurde und letzten Endes dann diese Einstellung dabei herauskam, ein konkreter Ausschnitt, eine bestimmte Farbgebung, die so gar nicht de facto, man könnte sagen, de facto vor Ort in der Situation vorherrschte, aber die letzten Endes gespeichert wurde mit der Hoffnung, damit genau den Moment, wie man ihn in der Situation gerade erlebt, mit all der Eindrucksstärke so zu fixieren, dass man sie in einerseits an andere verschickt. Ne? Das ist das typische Sharing. Also man macht ein Foto und teilt es mit anderen, aber eben vor allem an sich selbst in der Zukunft einen Eindruck erzeugen möchte. Also die jungen Menschen hier in dem Beispiel haben dieses Foto in dieser konkreten Art und Weise geschossen und vor Ort auf der Grundlage der App-Filter, sozusagen, die sie wiederum selbst nachinstalliert hatten, so bearbeitet, farblich vom Ausschnitt, von der Komposition und so weiter, dass man damit an sich selbst in der Zukunft einen bestimmten Eindruck erzeugen möchte, den man dort gerade meint, an sich sozusagen festzustellen. Na, das fand ich eine ganz faszinierende Einsicht dieser Arbeiten und wir hatten das uns dazu versteift, das als interpretative Konservierung zu bezeichnen. Also man interpretiert das, was man sieht und setzt diese Interpretation in Bildgestalt um und versucht das zu konservieren und an andere weiterzugeben, aber natürlich auch an sich selbst. Und schließlich ein letztes konkretes Beispiel, wie also Aneignung von Medientechnik im Alltag sozusagen auf konkrete Ausstattungen von Applikationen, von Apps, von Social Media Apps eigentlich trifft und was dann eigentlich die Konsequenz davon ist. Das ist jetzt hier Arbeiten oder da stütze ich mich auf Arbeiten von Maria Schlechter, einer österreichischen, um genauer zu sein, einer Wiener Soziologin, die sich auf der Grundlage einer Schulethnographie, die sie in den letzten Jahren angestellt hat, in den neuen Mittelschulen, insbesondere in einer kleinen Peer Group 14- bis 15-jähriger Mädchen, angeschaut hat, wie dort insbesondere zum Managen der eigenen Peer Group, zu der man dazugehören möchte, wie da sozusagen, welche Rolle dort Instagram und Snapchat ganz konkret spielen. Und zunächst mal festgestellt hat, dass Instagram ganz interessant insofern funktioniert, als dass dort ja, wie wir alle wissen, eigentlich Bilder, insbesondere visuelle Eindrücke, chronologisch geordnet sind und eine zeitlich unbegrenzte Sichtbarkeit ermöglichen. Ja, also das heißt nicht mehr und nicht weniger, als dass Instagram im Grunde eigentlich die moderne oder die gegenwartsmoderne Form eines Fotoalbums ist, die chronologisch geordnet ist, dass man durchblättern kann, was aber im Grunde visuelle Eindrücke recht stabil und unbegrenzt sichtbar macht, ja, wie in einem Fotoalbum. Währenddessen, und das ist das Faszinierende ja bei Snapchat, zumindest damit ist Snapchat vor einigen Jahren angetreten, nämlich mit dem Claim, die Flüchtigkeit der Alltagskommunikation wieder möglich zu machen. Also Snapchat trat ja damit an, wenn man im Alltag sich miteinander unterhält, dann ist das Wort, was ich jetzt gerade spreche, ist im Grunde im nächsten Augenblick ja schon wieder weg. Klammer auf,
Wir nehmen ja die Veranstaltung auf, soweit ich weiß. Deswegen ist es nicht für immer weg. Aber in unserer direkten Face-to-Face-Interaktion wäre das, was ich sage und zeige, im nächsten Augenblick wieder weg. Und das war zumindest mal das Verkaufsversprechen, das der Claim von Snapchat, als es damals konzipiert und gegründet wurde. Snapchat ermöglicht also hier in dem Kontext eigentlich eher eine zeitlich begrenzte Sichtbarkeit, die auch noch fragmenthaft ist. Also konkrete Ausschnitte, meistens fotografische Ausschnitte, die dann aber noch mit kleinsten Bearbeitungselementen versehen werden können und damit aber zunächst mal nur eine zeitlich begrenzte Sichtbarkeit eigentlich von der App aus möglich machen, währenddessen, wie gesagt, Instagram eigentlich eine zeitlich unbegrenzte Sichtbarkeit ermöglicht. Und das nun, wenn wir das mal dieses jetzt noch recht abstrakte Top-Down nehmen und auf diese Situation der Peer Group übertragen, die sich Maria Schlechter dort angeschaut hat, eben in dieser schulethnografischen Arbeit, dann kann man im Grunde beide Social Media Apps, wenn man sie mal so bezeichnen möchte, auch da gibt es ja intensive Debatten, ob Social Media eigentlich ein guter Begriff ist, aber kann man sie mal gegenüberstellen und sich anschauen, ja, wie ist da eigentlich die Medienarchitektur und wie wird diese Medienarchitektur eigentlich genutzt im Alltag? Ja, und da stellen wir beispielsweise bei Instagram fest, dass es von der Architektur her eigentlich darum geht, aktuellste Ereignisse relativ weit oben anzuzeigen und dann quasi rücken Erinnerungen, also ältere Fotos, sukzessive nach unten. Ja, das ist sozusagen, Inhalte können also veralten, gehen aber nicht verloren. Währenddessen bei Snapchat eigentlich immer nur der Empfänger dieser sogenannten Snaps, dieser Fotos, die man da erstellt und dann weiterleitet, für wenige Sekunden sehen kann. Da ist jetzt ein Sternchen dran, weil mittlerweile kann man, ist das App-basiert möglich, dass man Snaps durchaus speichern kann, aber so jedenfalls die Grundidee. Und damit können sozusagen Inhalte tatsächlich eigentlich, ja, naja, im Grunde ist damit ein Veralten von Inhalten letzten Endes ja, möglich, aber zugleich auch unmöglich. Das ist ganz interessant, da komme ich auch gleich noch drauf zu sprechen. Von der Gebrauchsweise her geht es insbesondere den jungen Leuten, die sich die Frau Schlechter dort angeschaut hat, vor allem darum, irgendwie schöne Momente, herausragende Momente, die man so tatsächlich auch ins Bild geprägt hat, bei Instagram festzuhalten, währenddessen es bei Snapchat eher um was ganz anderes geht. Gar nicht darum, schöne, herausragende Momente für längere Zeit festzuhalten und dann in so einer Art Fotobuch sozusagen abzuspeichern, sondern es geht vor allem darum, situativ profane Dinge, einfach in Anführungszeichen, weil das ist so die situative Profanität, wird ja direkt auch inszeniert, also die sozusagen dort festzuhalten und direkt alltäglich zu kommunizieren. Also ich glaube, Kommunikationswissenschaftler nennen das auch die phatische Kommunikation. Also ein kurzes, hey, ich bin da, schau den Snap an, auch wenn er gleich schon wieder nicht mehr sichtbar ist. Ja. Daraus ergeben sich eigentlich im Grunde zwei unterschiedliche Arten und Weisen, wie hier an der Schnittstelle von Sichtbarkeit und Zeit, ja, also Sie sehen, das ist ja unterschiedliche Zeitordnungen, die da eingeschrieben sind, wie an der Schnittstelle von Sichtbarkeit und Zeit eigentlich unterschiedliche Implikationen für die Zugehörigkeit einhergehen. Bei Instagram haben wir es gewisserweise, so haben wir das mal etwas kompliziert ausgedrückt, mit einer Beständigkeit der visuellen Kundgabe von Zugehörigkeit zu tun. Also die jungen Mädchen in dem Fall oder auch junge Erwachsene, könnte man sagen, in den ganzen anderen Kontexten, wo Instagram ähnlich genutzt wird, versuchen darüber Zugehörigkeit mehr oder weniger sichtbar und dabei beständig herzustellen. Sie wissen ja, man kann auch in den Bildern bekannte Personen, sozusagen Freunde und Peers, taggen und damit sozusagen auch in die Bilder verorten. Und das ist also gewisserweise relativ stabil, eine stabile Kundgabe von Zugehörigkeit zu Peers beispielsweise und Netzwerken, währenddessen ist eigentlich in die Logik von Snapchat eingeschrieben, eine regelrechte Unbeständigkeit der Zugehörigkeit gibt, eben weil sie immer wieder verschwinden und damit immer wieder man aufgefordert wird, durch die Applikation Neues zu posten und zu zeigen, hey, ich bin noch da, hey, ich bin noch Teil der Peer Group beispielsweise. Ja? Und es fällt auch sofort auf, wenn das nicht regelmäßig passiert. Also wenn also sozusagen dieses hochfrequente Posten von Snaps nicht passiert, fällt das typischerweise in der Peer Group, in der Snapchat zur Zentralkommunikation gehört, sofort auf. Und weil dem so ist, hat Snapchat beispielsweise diese Funktion des Flamings, also dass man Flammen mit anderen teilen kann, integriert, soweit ich informiert bin, sozusagen, und so, dass man jeden Tag aufs Neue sich Snaps schickt und dann auch tatsächlich verschiedene Anzahlen von Flammen akkumulieren kann. Und wenn man es dann mal einen Tag nicht macht, dann gehen all diese Flammen
Flammen verloren. Ja? Also so macht sich das Medium, das ökonomisch getriebene Medium Snapchat, also Gebrauch von diesem, das sehen Sie hier ganz unten, von diesen Phänomenen, die unsere Gegenwart eigentlich auch prägen. Tainer Bucher nennt das Fear of Becoming Obsolete, Threat of Invisibility. Also wir, die nicht nur junge Menschen, sondern sie sagt, viele, die Medien nutzen, sozusagen nutzen sie letztlich mit der Sorge, unsichtbar zu werden und damit möglicherweise nicht mehr so wichtig für andere zu sein. Und von diesem Prinzip machen sozusagen viele der gegenwärtigen Apps halt letztlich Gebrauch, sodass man eigentlich von einem regelrechten Regime der Sichtbarkeit sprechen kann. So jedenfalls tut das Tainer Bucher. Aber ich hatte ja Ihnen gerade versucht, vor Augen zu führen, wie also dieses Regime nicht einfach durchdrückt, wie sozusagen ein Schwertschlag von oben, da kommt die App, da kommt die Ökonomie und die nötigt den Menschen, den jungen Menschen in diesem konkreten Beispiel auf, die App zu nutzen und ständig zu posten, sondern es verbindet sich mit dem Kommunikationsbedürfnis junger Menschen, ne? Mit dem Aufrechterhalten von Netzwerkbeziehungen. Ja, also man kann es nicht, das ist quasi die Zentralaussage meines Vortrags, es ist keine Einbahnstraße. Ne? Mediatisierung ist keine Einbahnstraße, sondern wir haben es mit kontextsensiblen Aneignungsformen von Medien zu tun, die dann wiederum in die Gestalt der Medien zurückwirken. Dafür gibt es verschiedene Konzepte, etwas harmonisch ausgedrückt, sprechen etwa Gibbs und andere schon vor einigen Jahren vom Plattformvernakular. Vernakular, das ist so ein Begriff für die Alltäglichkeit, für das grundlegende alltägliche Handeln quasi. Manchmal sagt man auch volkstümliches Tun. Also Plattform Vernacular heißt eigentlich nur, Menschen nutzen Plattformelemente, Funktionen, Posts und so weiter, quasi in ihrem Alltag in unterschiedlicher Art und Weise. Und weil sie das so tun, prägen sie damit auch die Struktur und den Funktionsumfang der Plattform. So ist es quasi ein harmonisches Miteinander, könnte man sagen, von Kultur und Technik. Andere sehen das etwas kritischer, wie zum Beispiel Shoshana Zuboff, die ja 2019 dieses ganz bekannte Buch veröffentlicht hat, The Age of Surveillance Kapitalismus. Im Überwachungskapitalismus, so würde sie die ähnliche Situation wahrscheinlich beschreiben, geht es darum, das Verhalten von Nutzern das ist das Zahnrad da oben, vorzustrukturieren, zu analysieren dann tatsächlich, wenn es erfolgt, dieses Nutzerhandeln, dann wiederum auf der Grundlage der Einsichten, also diese Analyse, das Angebot zu verbessern und daraufhin wieder sozusagen die Nutzer und das an die Nutzer zurückzuspielen und denen wiederum andere Angebote zu unterbreiten, womit dann wiederum die sozusagen Vorstrukturierung des Nutzerhandels Erfolg. Ne? Diesen Kreislauf, könnte man sagen, beschreibt ja Shoshana Zuboff aus einer Kapitalismus, ja, man müsste fast sagen, kapitalismuskritischen Perspektive. Also sind zwei Lesarten für dieselben Phänomene. Und was ich komme jetzt tatsächlich in die letzten drei, vier Minuten. Und zwar versuche ich jetzt den Bogen hin zu einem Fazit zu bekommen, nämlich ich habe es mal hier versucht zuzuspitzen, all das, was ich Ihnen berichtet habe, auf eigentlich die Einsicht, dass wir also, wenn wir über mediatisierte Gesellschaften sprechen, es mit einer Explosion von Partizipation zu tun haben, aber von verschiedenen Formen der Partizipation. Also was ich jetzt gerade zuletzt berichtet habe, zum Beispiel diese Plattform-Vernaculars oder die alltägliche Medien- und Technikaneignung, wie die wiederum in die Gestalt und Nutzung sozusagen von Medien einfließt und wie sich darüber beispielsweise soziale Welten eben tatsächlich zu Hause, in der Schule, wie die also damit sich verändern. Das haben wir uns gerade angeschaut in wenigen Beispielen mit Blick auf Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit. Aber es gibt natürlich eine ganze Reihe anderer Felder, Beispiele, Formen, die man sich hätte angucken können, wenn es um Partizipation geht. Zum Beispiel diese vielen, unglaublich vielen Formen der Nutzerintegration, der Open Innovation, da kann ich jetzt an der Stelle nicht mehr drauf eingehen ausführlich. Aber es gibt natürlich all das, was gewisserweise auch unter der Oberfläche passiert, wenn man so will. Also unter der sichtbaren Oberfläche unserer alltäglichen Medieninfrastrukturen. Also das beginnt mit dem simplen User-Tracking. Da hatten wir vorhin ja schon im Zusammenhang mit der Tainer Bucher und ihrer Studie, wie Menschen den Facebook-Algorithmus deuten, gesprochen. Aber es geht natürlich auch so weit, dass wir natürlich es damit zu tun haben, dass Menschen eingebunden werden, ohne dass sie es beispielsweise wissen, in diverse Matching-Prozesse. Also Sie erinnern sich vielleicht an mein kleines Beispiel zu den Skill Gaps und der Frage, wie eigentlich junge Erwachsene in den Arbeitsmarkt kommen. Und da wissen wir ja, dass es unglaublich viele
sozusagen Plattformen gibt, beispielsweise, und auch Medien, die es ermöglichen sollen, dass anhand von Profilen Arbeitgeber und Arbeitnehmer gematcht werden. Also da passiert auch unter der Oberfläche gewisserweise, man könnte sagen, auf der Grundlage eines Matching-Regimes, technisch bedingt, Verbindung. Sie kennen das natürlich, man kennt das auch von Partner-Apps, beispielsweise Tinder und Co., die, wo es auch Matching-Algorithmen geben, die sozusagen unter der Oberfläche arbeiten, die oftmals mehr oder weniger intransparent sind, bis hin zu allen möglichen Formen sozusagen der vorhersagenden Analyse, und da wissen wir wiederum auch, dass bei Algorithmen gebiased sind, also teilweise auch wirklich voreingenommen, wenn man so will, weil sie natürlich auch nur auf der Grundlage der Entwickler operieren oder Eigendynamiken entwickeln, die man so gar nicht kennt. Also das sind alles aber auch Phänomene, wo sozusagen auf das Handeln sozusagen von Nutzern, von Menschen zurückgegriffen wird, mit mehr oder weniger Wissen auf der Seite der Nutzer. Wenn wir schließlich noch auf einen vorletzten Block gucken, wir haben natürlich viele andere Formen noch, wo Partizipation sehr viel offenkundiger ist, wie zum Beispiel diese neuen Internetkollektive, die zum Beispiel also die Maker-Scene beispielsweise oder auch die Open-Source-Movements und so weiter und so weiter, die manchmal als Pioniergemeinschaften bezeichnet werden, die also auch versuchen, mediatisierte Gesellschaft in eine bestimmte Richtung aktiv zu entwickeln. Also nicht sozusagen ohne ihr Wissen erfolgt gewisserweise Partizipation, sondern wissentlich gezielte Partizipation, wie das auch in vielen unterschiedlichen sozialen Bewegungen der Fall ist. Ja, und dann gibt es letztlich noch diesen großen Bereich da unten rechts, ich habe das mal im Anschluss an die einschlägige Debatte als Outlaw Innovation bezeichnet. Also die vielen Studien, die viele, glaube ich, gar nicht so präsent haben, wo man beispielsweise sieht, dass der App Store, wie wir ihn heute kennen, oder auch Software im weitesten Sinne, eigentlich auf der Grundlage von, sagen wir mal, illegitimen Aktivitäten entstanden sind, von irgendwelchen Nutzern, die Software, beispielsweise auch Apps, anders genutzt haben, als das eigentlich die Bereitstellenden gedacht hatten, oder beispielsweise Bezahlmechanismen umgangen sind, oder damals auch beim Apple-Betriebssystem iOS auf einmal das geschlossene System geknackt haben, also gejailbreakt, und darüber eigentlich erst den ersten Anstoß dafür gaben, dass der App Store entwickelt wurde. All das kann man unter diese Outlaw Innovation packen. Das sind auch Formen der Beteiligung, die hier heute sozusagen am Werk sind. Also Sie sehen, lange Rede, kurzer Sinn, die Formen und damit aber auch die Bewusstheit von Teilhabe hat sich massiv diversifiziert, heterogenisiert, vervielfältigt, könnte man sagen. Und all das, vieles davon darf man nicht einfach laufen lassen, könnte man sagen, sondern bedarf natürlich einer gewissen Reflexion dessen, was in der letzten Zeit immer häufiger und öfter als eine verantwortungsbewusste Medien- und Technikentwicklung bezeichnet wird. Im Wiener Kontext beispielsweise spricht man ganz gerne von einem Digital Humanism, aber es ist tatsächlich ja nicht nur unter diese Kategorie zu fassen, es ist eher die Frage, wie sozusagen im Grunde Grundprinzipien, auch moralische, ethische Grundprinzipien in die Gestalt und Gestaltung von ja auch so unsichtbaren Verfahrensweisen wie diesen Matching-Prozessen beispielsweise eingebracht werden können. Das kann ich Ihnen nicht berichten, aber wir landen dann jedenfalls, und das ist mein letzter Satz, bei der Einsicht, dass wir letztlich, wenn wir von einer mediatisierten Gesellschaft sprechen, eigentlich in einer, das ist die andere Seite der Medaille, könnte man sagen, eigentlich unweigerlich feststellen können, sollten und müssen, dass wir in einer digitalen Risikogesellschaft leben. Risikogesellschaft nicht mit Blick darauf, dass wir ständig mit Gefahren, die um die Ecke sind, um die Ecke lauern zu tun haben, sondern eine digitale Risikogesellschaft heißt, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der Risiken gegenwärtiger geworden sind, also auch neue Formen der Darstellung von Risiken. Sie erinnern sich vielleicht an die jüngere Debatte zu den Filtern beispielsweise oder auch die Frage der Exklusion aus sozusagen technischen Errungenschaften, all sowas. Also die sozusagen Risiken sind uns bewusster geworden. Auch die Schlagworte der Data Surveillance oder auch die digitalen Freiheitsrechte, das ist vielen mittlerweile ein Begriff, oder auch die Frage nach dem Recht auf sozusagen Abschalten, dem Right to Disconnect, dem Recht auf Vergessen. Das sind Dinge, die gewisserweise die Bühne der gesellschaftlichen Reflexion erreicht haben. Und auf der anderen Seite, ich mache das ganz knapp, heißt eben Risikogesellschaft auch, dass es nicht nur eine Bewusstheit für die Risiken gestiegen ist, sondern dass man diese Bewusstheit auch immer wieder sozusagen vorantreiben muss. Dass es Einrichtungen wie diese Tagung hier beispielsweise braucht, indem man sowohl die Möglichkeiten, aber vielleicht auch die potenziellen Schwierigkeiten, die Herausforderungen mit bestimmten digitalen Techniken sozusagen reflektiert und gezielt gewisserweise in einen Prozess des wechselseitigen Austauschs einbringt. Auch das heißt Risikogesellschaft.
potenzielle Gefahren antizipieren und durch Maßnahmen geschickte Reflexionen möglicherweise abwenden und damit eben die mediatisierte Gesellschaft in eine verantwortungsbewusste Gesellschaft des im Hier und Jetzt und sozusagen im Morgen zu entwickeln. Das war mein Input. Ich hoffe, ich habe nicht zu sehr überzogen. Ich freue mich, wenn wir die Zeit haben für eine Diskussion, für Rückmeldungen und schweige ab sofort. Vielen, vielen Dank. Herr Krenz, vielen herzlichen Dank. Sie wissen gar nicht, was Sie bei mir da gerade ausgelöst haben. Ich bin mit dem Schreiben nicht zusammengekommen. Sehr viele interessante Aspekte. Ich möchte nochmal ganz kurz Nachtrag machen. Wir haben bei den Keynotes die Mikrofone der Teilnehmerinnen gemutet, aber die werden jetzt geöffnet. Das heißt, wenn es Fragen aus dem Publikum gibt, dann sollte das jetzt möglich sein, diese stellen zu können, beziehungsweise natürlich auch über den Chat. Herr Krenz, vielleicht fange ich, bis da Fragen im Chat kommen, mit meinen an, denn ich habe ein paar. Die erste, Sie haben ja sozusagen jetzt, es freut mich übrigens auch, dass Sie das Digital Detox als Geschäftsmodell sehen, Disconnect to Reconnect, the right to disconnect, das ist eine große Fragestellung, ich nehme das jetzt von meiner eigenen Person mit, die Frage der Selbstdarstellung in sozialen Netzwerken, die ist ja auch besonders ein Aspekt, der Jugendliche in einer gewissen Phase prägt. Wie schaut das dann im Alter aus? Es ändert sich hier, ich weiß nicht, ob es dazu Studien gibt, aber sozusagen jetzt auf meine Frage hin kommend, wenn es, und ich bin jetzt sehr konkret, wir sind ja in Österreich gerade bei gewissen Maßnahmen, wo wir versuchen, über zum Beispiel die Geräteinitiative die Digitalisierung in den Schulen sehr gut zu implementieren, bis hin in die Klassenräume rein. Und das ist meine erste Frage. Es gibt jetzt unterschiedliche Ansätze von Schulen, die dann konkret versuchen, eine gewisse Struktur in der Schulklasse zu schaffen, Regeln definieren, wie der Einsatz mobiler Endgeräte im Unterricht stattzufinden hat. Und da ist sozusagen jetzt die Frage, besonders deswegen, weil es ja unterschiedliche Lebenswelten gibt und in dem Aspekt der Partizipation, wie viel brauchen Schülerinnen an Struktur, an vorgegebenen Regeln, beziehungsweise ist hier auch diese Partizipation möglich und ein sinnvoller Ansatz, sozusagen Schülerinnen einzubeziehen in der Erstellung dieser Regeln, wie man verantwortungsvoll mit digitalen Medien im Unterricht umgeht. Das ist finde ich auch wirklich, das sage ich nicht nur so, wenn man das typischerweise so sagt, sondern das ist wirklich eine sehr, sehr gute Frage, weil natürlich, also ad hoc hätte ich gesagt, tatsächlich ist es völlig richtig, also nicht nur top-down, das ist die Einsicht zumindest auch aus der Schulethnographie, die ich da ganz kurz präsentiert habe. Man könnte ja sagen, top-down, Schulen sind Regelräume, das waren sie schon immer und da wird sozusagen eintrainiert, sich, jetzt mache ich mal eine ganz konservative Lesart, es wird eintrainiert, dass man sich auch an bestimmte Vorgaben zu halten hat. Na, so hätte man vielleicht noch Mitte des 20. Jahrhunderts gesagt. Aber das Gegenbeispiel wäre zu sagen, alle Regeln können permanent partizipativ ausgehandelt werden, jeder kann sozusagen Gehör verschaffen und jede, was wiederum auch nicht zu einem, sagen wir mal, einer Kommunikationsordnung führen würde, sondern zu einem Guerilla-Alltag, könnte man sagen. Der ist vielleicht faszinierend, soziologisch für jede Form der Aneignung, aber ich glaube, es gibt ja auch einen Bildungsauftrag und Curricula und Inhalte, die man natürlich diskutieren und vermitteln möchte, das würde sich ausschließen. Also müsste man sagen, es müsste vermutlich eine Kombination aus Prämissen geben, auf der einen Seite, also zum Beispiel, dass es Stunden gibt, Taktungen beispielsweise. Es müssen ja keine Schulstunden sein, aber Taktungen. Es müssten so Grundprämissen sein, auf die man sich einigen würde. Und einen Raum tatsächlich zum Beispiel, wann man wie welche Medien nutzt, den ich wirklich partizipativ öffnen würde. Und wo man wirklich sowas wie runde Tische, Workshops, Barcamps und dergleichen stattfinden lassen kann. Weil das wissen wir nicht nur aus der Schulforschung, sondern aus vielen anderen Kontexten. Ordnungen, die partizipativ gestaltet werden, sind bedeutend nachhaltiger. Die EU nennt das Sustainable
witzigerweise. Also die sind bedeutend nachhaltiger als Ordnungen, die tatsächlich top-down aufgenötigt sind. Also ich glaube, es funktioniert wie so oft nur die Kombination aus. Es gibt bestimmte Regeln, die sind unumstößlich. Ja, die kann man schauen, wie breit man die macht. Es könnte die zeitliche Taktung sein. Was weiß ich, um 8 geht die Schule los und um 2 endet sie oder sowas. Aber dann gibt es gewisserweise Regelräume, wo man sagt, da sozusagen kann man partizipative Elemente einziehen. Und nur einen Satz noch. Auch das darf man nicht vergessen, das ist die größte Herausforderung solcher partizipativen Prozesse. Nicht jede Schülerin, vermutlich nicht jeder Schüler, hat den Mut, hat die Kompetenz, hat den Willen, sich dort aktiv in diese partizipativen Prozesse einzubringen. Und wenn man das nicht schafft, diese Stimmen auch zu hören, ja, also die Ordinary Voices heißt es an anderer Stelle, wenn man es nicht schafft, diese Stimmen hören zu lassen oder zu erklingen zu lassen, dann schafft man auch über partizipative Prozesse ungleiche Räume. Ja? Also man braucht Ansätze, um dann tatsächlich in allen irgendwie einen Ausdruck verleihen zu können. Ja, sehr spannend. Das heißt, man soll zumindest auch das Gefühl der Eingebundenheit vermitteln. Ja, was mich jetzt auch zur nächsten Frage führt. Mhm. Wir haben in Österreich eine zentrale Lösung angestrebt, die eigentlich technologisch fertig ist. Ja. Das nennt sich Portal Digitale Schule. Und da werden von verschiedensten Softwareprodukten, die Schulen zur Verwaltung verwenden etc., das alles in einer Plattform zusammengeführt, über ein Single Sign-On können da unterschiedliche Zielgruppen zugreifen. Und eine dieser Zielgruppen sind die Eltern. Und da stellt sich natürlich die Frage, technisch ist das möglich, wenn eine Absenz in der Schule ist, dann wird sozusagen automatisch eine Nachricht an die Eltern generiert, von einem System raus in das andere rein, damit die informiert sind. Das ist jetzt ein Beispiel. Mhm. Aber da ist jetzt diese Frage der unterschiedlichen Lebenswelten der Schülerinnen, aber auch der Eltern und der Bedürfnisse einer doch Top-Down-Organisation, wie das ja Schulen dann eigentlich sind, die sozusagen Curriculum umsetzen. Wie ist es eigentlich denkbar und auch umsetzbar, dass Eltern hier wirklich eingebunden sind? Ja? Das ist die zentrale Frage. Das ist tatsächlich eine Frage, auf die ich, glaube ich, nicht in 2 Minuten eine Lösung offerieren kann, weil auch hier, glaube ich, wäre die Antwort, also sie müssen einfach überall dabei sein. Eine praktische, eine inhaltlich nicht richtige Antwort ist tatsächlich. Ja. Andererseits wäre zu sagen, sie auszuschließen, ist aber auch überhaupt keine Möglichkeit. Jede aktuelle Forschung, übrigens auch jede Auseinandersetzung mit schulischen Lebenswelten zeigt, dass Eltern entweder direkt oder indirekt eine ganz zentrale, das nennen wir es mal, Vermittlungsfunktion haben. Ja. Auch wenn sie sich komplett raushalten aus dem Alltag der Schülerinnen und Schüler, haben sie sozusagen eine Vermittlungsfunktion. Und ich glaube, ja, Ich kenne viele Ansätze, die ich kenne. Ich kenne das Portal Digitale Schule tatsächlich nur über das Konzept tatsächlich. Ich habe mich noch nicht detailliert damit auseinandergesetzt. Aber vermutlich muss es hier verschiedene Partizipationsmöglichkeiten geben, wo man sagen kann, es gibt Elemente, auch da wieder, es gibt Elemente, die können sozusagen, die können ein- und ausgeschaltet werden, zum Beispiel Sichtbarkeit von Seiten auch der Schüler und Schülerinnen. Und zwar so weit, wie es nicht die Betreuungspflicht der Eltern umgeht. Ja, also sozusagen, wenn ein Schüler oder die Schülerin sagt, ich will aber selbst entscheiden, dass ich heute nach Hause gehen kann um 12, weil ich mir selbst attestiere, dass ich mich nicht wohlfühle. Sowas ist juristisch und praktisch sicherlich unmöglich. Aber es muss auch hier, glaube ich, Möglichkeiten geben, wo man Eltern systematisch sozusagen einbeziehen kann und trotzdem den Handlungsspielraum der Kinder und Jugendlichen aufrechterhält. Auch hier glaube ich, der Dreh- und Angelpunkt sozusagen ist, dass man zumindest die Möglichkeit schafft, dass sich Eltern einbringen können, wenn sie sich einbringen wollen. Und wieder mit derselben Aussage, leider gibt es viele Eltern, wie gesagt, ich bin selbst Vater von 3 Töchtern, ich versuche mich überall mir irgendwie Gehör zu verschaffen, aber ich glaube, es gibt viele, für die es selbst, jetzt spreche ich etwas flapsig, böhmische Dörfer sind, wenn man ihnen sagt, gucken Sie sich das doch mal an, das Portal Digitale Schule. Das will man nicht, das kann man nicht, da hat man die Zeit möglicherweise nicht, man kann sich damit nicht auseinandersetzen. Also muss es wahrscheinlich auch hier dem vorgelagerte, nicht zu technisch orientierte Gesprächsrunden geben, Austauschrunden, die nicht im Zentrum sozusagen digital orientiert sind. Aber Sie merken, ich schwimme, weil ich habe natürlich auch keine Lösung, aber da muss man vielleicht bilateral oder trilateral. Und ich muss mir das ganz genau auch nochmal anschauen, was es genau mit dem Portal Digitale Schule auf sich hat. Punkt. Ja, aber Sie haben schon ein paar Antworten gegeben. Ich glaube, da werden wir uns zukünftig vielleicht noch etwas vertiefen. Also das ist wirklich sehr spannend, weil ja sozusagen auch diese
das soziologische Hinterfragen auf die Auswirkungen einer technischen Lösung durchaus fokussiert werden kann. Vorletzte Frage. Sie haben dargestellt, dieses Selbst- und Zugehörigkeitsmanagement, das Digital Me. Es gibt Apps, die Punkte sammeln lassen, die soziale Dimension auch mitnehmen, dass ich das teilen kann und so weiter. Gibt es da irgendwie Studien dazu, das dann auch immer nachlässt? Also es gibt ja die tolle Sport-App, die dich motiviert, wieder aktiver zu werden, aber hält das an? Oder sind das denn immer so neue Ideen, man beginnt, aber ich merke es an mir selbst, also irgendwo, wenn das Bedürfnis aufhört, alles von sich zu teilen, trotzdem aber das Bedürfnis da ist, hier eine Systematik zu haben, die gewisses Feedback gibt, aber es vergeht dann mit der Zeit immer wieder verloren. Gibt es da Studien dazu? Oder? Ja, ich meine, es gibt diese Kerneinsicht, ich glaube, die ist genau, richtig. Ne? Also einerseits gibt es natürlich, da komme ich gleich nämlich drauf zu sprechen, ich sehe diese hochgehaltene Smartwatch, ja, habe ich tatsächlich auch am Arm. Aber da muss ich gleich hinkommen, da sozusagen im zweiten Teil der Antwort. Erstens gilt das, was wir aus Konsumforschung aus den 50er, 60er, 70er Jahren ohnehin schon wissen, stellt sich immer bei allen möglichen Dingen dieser Sättigungseffekt ein. Ne? Nicht nur, weil ich zu viel gegessen habe und keine Lust mehr auf Essen habe, sondern in jeglicher Hinsicht tatsächlich. Und das Spannende ist aber, und das ist meines Erachtens das Faszinierende, auch all dieser Geschäftsmodelle, auch der Fitness-Apps, der Self-Tracking-Apps und so weiter, dass sie darauf angewiesen sind, Bildschirmbindung zu generieren. Also ein Login nennt man das, glaube ich, auch bei Geschäftsmodellen. Ja? Und das Spannende ist, dass immer wieder neue oder dass es zwei Wege gibt, diesen Sättigungseffekt zu überbrücken oder zu überkommen. Einerseits, indem man sozusagen immer neue Incentives setzt. Ein typischer Weg ist übrigens die Gamifizierung, die, glaube ich, mittlerweile auch ein bisschen ausgelutscht ist, ja? Weil jeder auch die Gamifizierung nicht mehr mag tatsächlich. Aber noch mehr und noch mehr Leute sozusagen sehen, dass ich jetzt gelaufen bin und ganz besonders fit war und so weiter. Und dann teilt man das mit anderen und viele andere Funktionen, die man in den Apps verändert. Aber ein zweiter Weg ist der, deswegen fand ich das mit der Uhr ganz toll, in dem Moment, wo wir es mit Gadgets zu tun haben, die sich aktiv und teilweise auch störend bemerkbar machen. Ich erinnere nur an das Tamagotchi, aber gut, das konnte man damals noch in der Schublade verschwinden lassen. Aber die Uhr, die man trägt und die vibriert alle 20 Minuten und sagt, es ist Zeit, einen Schluck Wasser zu trinken, das passiert bei mir nämlich, glaube ich, gerade, löst zumindest so einen Effekt, einen körperlichen Effekt aus. Auch den kann man irgendwann ausblenden, das weiß jeder, der mal über der U-Bahn gewohnt hat. Oder mehr oder weniger ausblenden, das U-Bahn-Beispiel ist nicht so gut. Aber ich glaube, das sind die neuen Versuche und auch die Geschäftsmodellansätze, fast schon intrusiv zu werden. Also ein bisschen auch die Grenze des Zumutbaren zu überschreiten, um mich dann doch quasi wieder zu binden. Und die Ursprungsidee, das soll um gesunde Menschen gehen, die möglicherweise auch mal abschalten, die ist, wenn ich jetzt quasi nicht mal als Soziologe, sondern wie sagt man denn, Diagnostiker sprechen darf, die Ursprungsideen sind sowieso schon alle nicht mehr aktiv. Es geht darum, Menschen an den Bildschirm zu binden. Ja, also das, wenn ich das so diagnostisch pointiert sagen darf. Ja. Ich komme zu meiner letzten Frage. Die haben Sie jetzt eigentlich erst zu Ende Ihres Vortrags aufgeworfen mit dem Aspekt der Outlaw Innovation, illegale Apps, gejailbreakte Smartphones, die dann zu anderen App-Stores sich verbinden. Jetzt ist es so, wir haben das besonders auch bei Apple natürlich so gesehen, dass da mal eine Zeit lang eine ganz andere Welle war. Ich würde das sogar sehen, wie kann man sich hier von einem Technologiegiganten zu einem gewissen Teil emanzipieren. Und jetzt ist es so, dann haben sie gesagt, naja, die Antwort war halt, waren die App-Stores. Naja, jetzt wissen wir aber, dass diese immer restriktiver werden. Beispielsweise nehmen wir auch wieder in dieser Hinsicht Apple. Also machen andere auch, aber da kann man das sehr klar darstellen. Es gibt keine andere Möglichkeit, Inhalte für diese Endgeräte zu publizieren, also Apps zu publizieren, als über die App-Stores von Apple. Und da wird aber natürlich das moralische Wertesystem der Amerikaner angelegt bei dem Hochladen, beim Bereitstellen dieser Apps. Das heißt, es kann durchaus sein, dass man durch diesen moralischen Filter fällt und die Apps dann beispielsweise nicht einchecken kann. Wie geht da eine Gesellschaft wie Europa, die sich hier in der digitalen Entwicklung benachteiligt sieht, damit um? Ja,
Also über den App Store kann ich nochmal 1,5 Stunden vermutlich referieren, weil wir dazu auch faszinierende Arbeit, also Studien angestellt haben, unter anderem mit einem, das muss ich schon sagen, auch wenn die Zeit knapp ist, unter anderem mit einem russischen Hacker, der es geschafft hat, 2012 den Bezahlmechanismus im App Store, also wenn man Apps runterlädt, die sind ja meistens kostenlos oder oftmals und dann kommen die ganzen Kosten erst in der Nutzung der App und der hat es geschafft, über eine technische Umgehungsprozedur das auszuhebeln, indem man einen eigenen Server aufgesetzt hat. Und das hat dieser eine kleine, der 16-Jährige seinerzeit, der keine großen politischen Motive hat, hat es geschafft, den gesamten Konzern über 14 Tage komplett in Aufruhr zu versetzen und der hat mit allem geschossen, im übertragenen Sinne natürlich, was ging und hat dazu geführt, dass letzten Endes jede App gekennzeichnet werden musste, die sogenannte In-App-Sales beinhaltet. Aber das nur sozusagen am Rande, diese kleine Anekdote. Ja, also tatsächlich ist es so, dass wir es immer wieder sozusagen Apple kritisiert wird, dafür sozusagen, dass sie immer restriktiver werden. Sie werden nicht ganz untypisch restriktiver, weil wir tatsächlich die Geschichte von Apple ab der Entwicklung des ersten iPhones ist eine Geschichte der Aneignung, wie es sich Apple eigentlich nicht vorgestellt hat. Na, eigentlich ist es ein geschlossenes System, auch eine geschlossene Ökologie, wie sie es selbst immer sagen und promoten. Und wir haben in der Geschichte bis heute Apples ist immer wieder mit dem zu tun, was übrigens Steven Jobs selbst mal als Katz-Maus-Spiel bezeichnet hat. Ne? Die machen was, andere finden das cool, aber finden, es müsste noch mehr oder anderes möglich sein, bringen alternative Lesarten ein, umgehen das. Es wird dann wiederum ausgegrenzt. iPhones wurden kaputt gemacht von seitens Apple, sozusagen. Man konnte sich nicht mehr einloggen, weil man das nicht gut fand, was da gemacht wurde. Und im Effekt wird es immer restriktiver. Sie haben völlig recht, ne? Das ist die Antwort der großen Konzerne auf, dass sie es nicht stillstellen können. Die können die Leute nicht kontrollieren, die möglicherweise Alternativen, bessere Ansätze haben. Also werden sie immer restriktiver. Das sehen wir auch bei Facebook. Spätestens nach dem Cambridge Analytica-Skandal. Sie machen die Schnittstellen dicht. Und das ist tatsächlich eine bedenkliche Entwicklung, ja, weil sie Kreativität minimiert, sozusagen freie Selbstgestaltung und Auslebung und dergleichen. Und ja, die Alternative wäre, eigene Systeme zu nutzen. Open Source zum Beispiel. Ja, das wäre, und dafür braucht es aber eine starke Ansage. Dafür müsste man auf verschiedenen Ebenen sagen, wir brechen mit der GAFA-Industrie. Und dafür ich glaube, bestimmte Leute können sich das leisten, da sind wir wieder. Andere Leute können sich das und wollen sich das möglicherweise nicht leisten, weil natürlich der Komfort des Alltags mit all diesen schönen Annehmlichkeiten auch so viele Verheißungen mit sich bringt. Ja, das ist auch ein bisschen Bequemlichkeit vielleicht. Aber wir brauchen eigentlich eine Ethik, eine Ethik, die auch die ganzen Ökonomisierungstendenzen systematisch hinterfragt. Und da gibt es viele Einrichtungen, wie zum Beispiel auch der Chaos Computer Club in Wien, Österreich, der sich da ja ganz systematisch mit all diesen Fragen auseinandersetzt. Das muss noch bekannter werden, muss noch mehr ins Bewusstsein, glaube ich, gehoben werden. Ja. Herr Grenz, vielen herzlichen Dank. Wir haben jetzt natürlich wirklich überzogen, aber es waren auch sehr interessante Antworten, die Sie hier noch gegeben Ich haben. danke Ihnen für die spannenden Fragen und für die Möglichkeit, hier teil sein zu können. Ganz gerne. Wir gehen jetzt in eine kurze Pause.